Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Spider-Man Shattered Dimensions. Und wir sind hier gerade in einer schönen Position. Wir kämpfen hier nämlich gerade gegen Vulture, der natürlich wie jeder schöne Bösewicht hier in dem Spiel auch hier die Kraft endlich des Amulettes entdeckt hat und deswegen hier gleich mal 20 Mal so stark geworden ist, so wie eh und je. Zack und... Und ja, wir kämpfen hier gerade gegen ihn, haben ihm hier schon einen beträchtlichen Teil des Lebens abgezogen, aber wirklich sehr langsam und sehr schwerlich. Aber komm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Oh nein, oh nein. Ich wusste, dass du das machst. Komm, hau ihn, hau ihn, hau ihn. So, komm schon. Und wir werden jetzt bald schon besiegen und dann hier sein Artefakt uns holen. Komm, Leute, kriegen wir hin. Komm, wo ist er denn? Da hast du ein Fass hier. Komm schon, komm schon. Ah! Und das war's. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein, Walter, diesmal frisst uns nicht. Diesmal frisst uns nicht. Diesmal frisst uns nicht. Diesmal frisst uns nicht. Komm schon, komm schon. Komm schon. Okay. Ich weiß nicht, wie ich mich dagegen wehren soll, aber egal. Ich kann mich nicht dagegen wehren, aber okay, und ich bin instant tot. Alter, und den muss ich jetzt den ganzen Fight nochmal von neu machen. Verarscht mich wohl, oder? Okay, ich mach mal nichts. So. Außer halt das, was mir eingeblendet wird. It's over for you. Filthy vermin. Osborne's next. So, damit haben wir auch das Level hier abgeschlossen. Kommen Wertung 24.840, Lebenssammlung 33, Endzeit 39, 1 Gold, 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 was? Für die Endzeit haben wir ein Gold bekommen. Ich dachte, wir haben jetzt ewig hier gebraucht. Wird schon passen. Okay. Gut, geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Und ja, dann wagen wir uns doch mal hier ganz entspannt und relaxed ins nächste Level. So, wir müssen... jetzt müsste 2099 Spider-Man nochmal kommen. Und danach haben wir nochmal ein Ultimate und dann haben wir schon Akt Nummer 2 abgeschlossen. Also wir sind jetzt, ja, gut bei der Hälfte des Spieles. So, Vulture ist besiegt, den fand ich nicht cool. Das Enter Sandman hat mir besser gefallen. Aber egal, Gold, 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 Gold. Ey, wir sind ja gar nicht mehr so schlecht. Manchmal. So, hier werden wir, ich glaube, gegen Scorpion kämpfen müssen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Den Future Scorpion, wohlgemerkt. All public eye units in the vicinity report to 121st and Lex. One of those fragments Alchemax is looking for has been found. Units 94 and 98 en route. All units be advised. Alchemax warns that the fragment may attract freakers or other... What is that thing? Don't move! Hands where I can see them! That can't be good. Kron Stone. I didn't even like this guy when he was human. Uh-huh. He didn't say the magic word. May I please have the... Don't shake your tail at me when I'm talking to you. Also den Skorpion, den ich kenne, der war immer ein wenig menschlicher und nicht ganz so. So. So, hoppala, ausgewichen, okay. Oh, was ist denn das für einer? Okay. So. So, jetzt können also jetzt... Oh, was ist denn das für einer, mein Gott. Der kann also hier auch Raketen abfeuern. Oh. So, komm, hau mal aber auch weg. Der 2099er Spider-Man rockt, Mann. So. Zack. Ich muss sagen, das war bis jetzt mein Lieblingslevel. Oh. Verzeiht. Entschuldigung. Und zack. Also das erste Level, was wir ESR hatten, war, muss ich sagen, wirklich mein Lieblingslevel. War wirklich fantastisch. So. Ich hoffe mal, hier wird es genauso cool werden. So. Oder verdammt schwer und wir werden uns ärgern. Das kann natürlich auch gut sein. Bam, Leute, Mann! Super! So. Kommen die auf uns zu? Ach so, nee, die schweben dann über. So, okay. Ach so, da war eine Spinne drauf. Was? Okay, da müssen wir gar nicht hin. Na gut, dann gehen wir halt hier lang.
So, schauen wir mal, was der liebe Skorpion kann. Also Skorpion, wie gesagt, den ich kenne, ist normalerweise ein bisschen menschlicher. Und ja, das glaube ich ist einfach nur ein Monster. Du hast dein Schild, okay? Kannst du auch damit Sachen fangen? Und wie kriege ich das Schild weg? Hallo? Okay, warte mal. Neuer Plan. So, nicht? Dann, okay, warte mal. Dann müssen wir doch mal hier unser kleines Item, ein kleines Upgrade jetzt hier holen. So, und zwar, wo haben wir es hier? Ist weiter oben. Na, wir haben 81.000, dann können wir uns das auch leisten hier. So, ich würde sagen, den kaufen wir uns jetzt einfach mal für hier den... So, hier, wo haben wir den? 20.900, den geladenen Aufgriff. Einfach mal, kaufen wir mal. Ja, entwaffen nämlich. Mashen. Ich finde es sehr cool, dass die wirklich Mashen geschrieben haben. So. So. So, dann versuchen wir es nämlich jetzt. Hä? Was machen wir denn gegen den? Okay, neuer Plan. Abwarten. Also hilft das auch nicht. Was mache ich denn gegen den? So. Ich weiß nicht, wie ich das Schild kaputt mache. Er hat noch nie ein Schildgegner. So. Okay, versuchen wir alles. Einen schweren Hieb. Klappt nicht. Den Parken klappt auch nicht. Drücke während deines Netzhiebs X um auszuweichen. Ah, okay. So, und dann können wir hier hinten hin. Okay. Dankeschön. Macht sogar Sinn irgendwie. So, wo ist der Abgang da oben, oder? Geht der auch hoch? Nicht, oder? What the hell? Say what? Komm. Okay. Zack. Also hätte ich die Wahl und sollten wir in diesem Spiel wirklich einen Endfight haben, wo irgendwie alle Spider-Mans zusammenkämpfen muss, ich würde mich für den entscheiden, Mann. Allein schon wegen seinem Slow-Motion-Ding. Das ist so praktisch. So, haben wir ihn. Komm. Und halt, weil seine Attacken so schön wabern. Okay. Okay, kümmern wir dich ganz kurz mal um den. Dann kommen wir uns um den anderen Trottel. So. Weg und. Entschuldigung, falscher Move. Den wollte ich machen. Piu! Weg mit dir. Sesam, öffne dich. Dankeschön. Ups. Okay. Fang. Get back! Ah! Get away from me! Oh no! No! Ekliges Viech. So, gut, dann gehen wir da hoch. Müssen wir da überhaupt lang? Nee. Oh, Bonusraum. Bonusraum ist immer schön. So, das sind seine Eier oder was? Ah, lecker. Lecker, lecker, lecker. So, noch eine Spinne und weiter geht's. 50 Eier hochjagen, kriegen wir hin. So. So, eigentlich sollte ich die Dinger nicht kicken. How can I get those doors open and follow Scorpion? I bet those scientists can help me. Okay, this is getting twisted. Wie kann der sich so schnell vorpflanzen? Was ist denn das für ein ekliges Wesen? Ah, super. Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt ist er auch hier noch brünstig. So. Ich schmeiß hier diese blöden Eier und hoffe. Ach, die kann man auch nicht mehr greifen. So, und hoffe, dass ich die schnell genug kaputt. Ja, klar, ploppen einfach da. Alle 2 Sekunden neue raus, oder was? Klar, Mann. Was ist das hier? Na, ein Bakterium, oder was? Es einfach die ganze Zeit immer mehr wird. Okay, ich glaube, das ist vergebens. Ich glaube, das ist so ein ganz klein wenig vergebens. Osterei abgeschlossen. Ja, das sind definitiv genügend Ostereier für ein Leben. So, okay. Geschafft. So, fang. Zack. Wo sind denn hier überall Gegner? So. Schengioi.
Also hier gibt es ja so viel zu schmeißen. Und zwar auch cooles, explosives gibt es hier über zu schmeißen. Das ist super. So, hier kämpfen die Troopers gegen die Bestien. Achso, ich hatte jetzt gehofft, dass sie vielleicht merken, dass ich ja gar nicht so böse bin, wenn ich denen helfe. Aber ich denke, das ist nicht der Fall. So. Haut die das dann weg? Oh, die sind dann sogar K.O.? Ist ja awesome. Hätten wir schon viel früher holen können. Da, fang das Ei. Fang du das nächste Ei. Okay, deine Attacken kann ich schon mal nicht ausweichen. Das ist gut zu wissen. So, aber du kannst den Eiern auch nicht ausweichen. So. Bam, bam. Aber wohl, ich glaube, es macht eh keinen Sinn, die hier anzugreifen, weil es spawnen ja 5 Millionen von denen nach. So. Gut. Wo geht's überhaupt lang? Ach, wir müssen Zivilisten retten. Ja. Das Einzige, was noch mehr Spaß macht, ist 150 Milliarden von den Viechern zu besiegen. Das Gute ist, wenn ich da bin, dann verbünden sich eh alle gegen mich. Ich bin so ein schöner gemeinsamer Feind. Das muntert mich ja fast wieder auf. So. Habt ihr den gerade gesehen? Der war richtig geil. Ich bin über den drüber gesprungen, wenn der zurückgeschockt ist und dann gegen ein explosives Ei gelaufen ist. Das ist nett gewesen. Ich glaube, da sollte man nicht reinlaufen. Und da retten wir die Zivilistin hier. Zivilist. So. Gut, da oben ist ein Punkt, wo man den rausschaffen können. Sehr gut. Okay. Hier, bitteschön, bleib da und spiel nicht mit diesen grünen Eiern. Die sind gar nicht mal so lecker. Sieht zwar lecker aus, aber sind sie gar nicht. So. Aber irgendwie sind die Echsenmonster mir immer noch lieber als die Soldaten hier. Zack. Besonders, weil die Echsen halt mit einem Schlag instant tot sind. Und die halten hier schon wieder aus. Und der hat schon wieder so ein Schild, oder? Da. 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 So. Ah, gut. Die nächsten Eier sind direkt da. Immerhin geht es mir nicht an Munition aus. So, warte mal. Werden ihr euch beide bekriegt? Nein, ich will nicht. Ihr könnt ruhig da weitermachen. So. Schmeiß ich euch, nehme ich hier mit den Eiern ab. Blup. Immer wenn ich einen von den eigentlich, von den Eiern drauf haue, spawnt dann eins von den Dingen. Ich habe so das ungute Gefühl. Komm schon. Bam. Jetzt komm schon, hau hier die explosiven Tanks auf den drauf. So, stell mir das vor. Gut. Ja, das war gut. Ach, weißt du was, das ist mir doch scheißegal. Die sollen doch miteinander spielen, das ist mir doch so blöd. Mir ist das doch wurscht, wenn die da 100 Jahre miteinander spielen. Aua. So, eingesammelt. Darüber und... Hallo Zivilist. Wie geht's dir so? Hattest du heute einen schleimigen Tag, denke ich mal. So. Alle hopp. Alle hopp und... So, ja, ich hab, bring sie doch auch hier hoch. Gut. Beschütze... Oh, beschütze die Forscher. So, ja. Achso. Explosives Ei. Ich wette, die Eier ploppen einfach. Ach so, jetzt kapiere ich das. Ich muss die Eier nehmen. Aua. Und diese nicht auf die Zivilisten schmeißen. Und in der Zeit... So, also ich muss die Eier kaputt machen. Ach, ich kapiere es gar nicht. Ich weiß nur, dass viele, viel zu viele von den Dingern hier gibt. Oft. So. Bam! So. Down, down, down. Den mal wieder aktivieren. So. Komm. Der lohnt sich wirklich, der Modus. Oh mein Gott. Beeilt euch doch mal. Macht ihr mal ein bisschen schneller die Tür auf, okay? So. So, also ich muss die Eier irgendwie über Bord schmeißen, ansonsten habe ich hier keine Chance, so. Immer konzentrieren sich alle von den Viechern auf mich. Aua.
So, komm. Okay, Slow Motion. Die Slow Motion regeneriert sich immer saumäßig schnell. Was auch dringend nötig ist bei so vielen Gegnern hier. Ja, klar, Mann. Wie viel sind denn das hier? 5 Milliarden, ey. Das kannst du mir doch gar nicht mal erzählen, Mann. 22 besiegt die Kreaturen. Ich hab zumindest schon 5000. Komm. Lass die Forscher in Ruhe. Komm, kümmert euch um mich alle. So, ja, mein Gott, ist es so schwer, so eine verdammte Tür aufzukriegen. So! Mein Gott, waren das jetzt hier. Achso, okay, ich dachte, das wäre schon, aber. Natürlich nicht. So. Gut. Ich freue mich, wenn aus den Eiern da noch größere Mistviecher rauskommen. Das wird richtig schön. Aber, okay, ihr kümmert euch um den Rest, oder? Manage die Show, Jungs und Mädels. Ich bin da mal weg. Ganz schön böse von uns eigentlich. So, ah, lauft nicht jemand? Oh, good. I need some exercise. Sehr geil. Ich dachte also, wir können die Raketen zurückschleudern, aber das wollte ich gerade testen, aber es scheint leider nicht der Fall zu sein. Okay, schauen wir kurz das Symbol ein. Chillt mal ganz kurz, okay? Zack. Okay, jetzt können wir wieder spielen. So. Bam! Weg, Mino, hier. Oder hier kommt eine Giftpumpe. So, war's das? Da. Geht alle kaputt. So, gut, Leute. Bevor wir jetzt aber weitermachen und schauen, was hinter dieser schönen schleimigen Tür auf uns wartet, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Spider-Man Shattered Dimensions. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!